Wir könnten Flaschendrehen spielen. Mann, ich wusste nicht, dass du... Also wusste ich nicht. Dass ich noch andere Typen date? Ey, sorry, aber hast du mir einen Antrag gemacht und ich habe es nie mitbekommen? Habe ich den angenommen? Oh, fuck. Findet ihr nicht, dass es viel schlimmere Situationen gibt? Okay, also in der Ukraine ist Krieg. Wir haben eine Klimakrise, eine Flüchtlingskrise, eine Gesundheitskrise. Wir stehen eigentlich kurz vor der Apokalypse. Ich finde, wir sollten das Beste aus der Situation machen. Kommt schon. Wirklich. Bald könnte alles vorbei sein und ich finde, bis dahin sollten wir es nochmal so richtig krachen lassen. Und ich meine, ich will, ihr wollt. Nee, ich hab mir das irgendwie anders vorgestellt. Irgendwie romantischer. Romantischer. Ja. Sorry, aber du standst vor meiner Tür und hast gesagt, dass es okay für dich ist, wenn ich dich mit einem Strap-on ficke. Ich weiß nicht, ob das irgendwie romantisch ist. Also ich würd's machen. Zu dritt. Ich hatte noch nie einen Dreier und ich würde es gerne mal ausprobieren. Okay, gut. Dann machen wir es. Meinetwegen. Oh, ihr seid die Besten. Könnt ihr uns auch schon mal anfangen? Also, ich finde Boys, die sich küssen, ziemlich heiß. Stopp. Ich kann das nicht. Bist du bereit? Ich kann das nicht. Okay. Bitte sei streng und bestrafe mich. Ich kann es kaum abwarten, bis unsere Körper miteinander verschmelzen. Matahari 007. Sowas schreibt deine Mutter? Ja, die wird schnell schlüpfrig. Vor allem, wenn sie getrunken hat. Wow,
Matahari 007. What a bitch. Mhm. Und Mr. Soprano antwortet: Du bist so heiß wie ein Vulkan, vielleicht verbrenne ich mich daran, dein Ernst? Was? Also ich finde deine Sexshots viel lyrischer oder poetischer sind. Schreiben doch alle schrägen Scheiß. Ich glaube nicht alle. Ich glaube, manche schreiben auch so normale Sachen. Normal. Und wo hast du die Bilder her? Im Tinder. Und Tinder gescreenshotet aus einem anderen Profil? Nee. Dein Ernst? Aber du willst jetzt nicht ernsthaft treffen. Doch. So anonym geheim. In einem Hotel als Mr. Soprano. Und warum rufst du sie nicht einfach an und triffst dich normal mit ihr, so wie Mutter und Tochter das eigentlich machen? Ich weiß nicht. Ja, wir machen auch sonst nicht so wirklich Mutter-Tochter-Sachen zusammen. Ja, Mrs. Soprano kann viel einfacher mit ihr kommunizieren als ich. Und sie ist auch viel netter zu Mr. Soprano als zu mir. Und was sagt dein Vater dazu? Ja, das werde ich sie dann mal fragen. Wow. Und du weißt, wenn der Muskel reißt und die Hose beißt, yeah, musst du wieder rauf aufs Laufband. Und du weißt, wenn der Muskel reißt und die Hose beißt, musst du wieder rauf aufs Laufband.